Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir basteln heute an dieser Ecke. Die bauen wir nochmal ein bisschen um, denn ich würde gerne das Element verlängern, dass wir noch mehr Fußwegmöglichkeit haben hier für die Fußgänger. Und zwar, ja, fangen wir einfach mal damit an, dass Element wegzunehmen und in der Szenerie, in den Objekten zu gucken, was sich denn da dann anbieten würde. Ja, so eine Kurve macht ja eigentlich, die hatten wir ja jetzt, ne, macht ja eigentlich dann nicht so wirklich Sinn. Es soll ja nicht abgeschlossen werden. Wir können aber auch nicht einfach hier so. Ich glaube, der ist schon sinnvoll. Können wir mal eben die Farben bitte festlegen? Danke. Also der ist schon sinnvoll. Aber dann müssten wir jetzt hier halt so weiter stückeln. Beziehungsweise mit anderen Rundungen anschließen. Oder mit dir. Also. Brauchen hier halt noch so ein bisschen Platz. Das ist halt gerade so das. Oder ziehen wir doch da einfach gerade durch? Passt immer noch, ne, für die Autos. Sollte für die Autos eigentlich passen. So, haben wir da auch den genommen oder? Ja. Wir müssten schon irgendwo bis hier kommen. Zieh das einfach mal gerade durch. Jetzt brauchen wir hier hinten irgendwie ein vernünftiges Ende. Ob das so hinhaut. Ups. Da war wieder der Leck. Okay, wir sollten vielleicht, bevor ich das hier alles jetzt zubaue, hier die Sachen mal retten. Komm mal dahin. Die Kurvendinger hier drunter, die waren, glaube ich, individuell, ne? Habe ich nämlich dann schon hier verkackt. So. Fertig. Okay, ihr zwei gehört zusammen. Auch mal bitte an die Seite. Da war, glaube ich, keiner dann mehr drunter, ne? Wir gucken. Nö. Sehr gut. Überleg gerade, ist das zu eng? Könnte zu eng sein. Wenn wir das aber. Einen ran schieben. Oder zwei. Kriegen wir halt hier vorne so eine komische Ecke, die mir überhaupt nicht gefällt. Also müssten wir es schon so lassen. Ich glaube, das passt. Muss man hier halt vorsichtig drum fahren, ne? So, jetzt haben wir hier die Sachen, die könnten dann ja. Auch weg, wenn wir jetzt sagen, das wird verlängert. Nope. So ein Mittelding aus den beiden wäre jetzt schön.
Das hier nicht so. Ne? Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Da tendiere ich dann doch eher dazu, halt. Ich habe mir mal nur die. Das Ganze hier doch recht bündig an abzuschließen. Jetzt ist halt die Frage, kriegen wir das dann? Ja, warte, dann bist du auch blöd. Haben wir da irgendwas, was da dann hinpasst ordentlich? Dass es nicht so schlimm aussieht. Das der, den wir da vorher auch schon hatten? Ich glaube ja. Wir werden immer diese Ecke dann da haben, ne? Aber die kriegen wir vielleicht anders noch kaschiert. Sowas vielleicht? Müssen wir da mal gucken, ob wir das kaschiert kriegen. Ansonsten gefällt mir das so schon sehr gut. Ich würde jetzt noch das auch wieder aufgreifen. Achso, warte, wir brauchen hier definitiv noch einen dran. Perfekt, damit das hier ordentlich abschließt. Doch, das, oh, doch, das finde ich schön. Kurve ist vielleicht ein bisschen breit, also ne, man hat hier halt viel Platz zum Ausholen. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Da müssen wir auch die Schilder später noch verschieben. Ich würde jetzt gern hier sowas nochmal wieder mit anbringen. Auch warte, damit könnten wir das dann kaschieren. Natürlich. Ich brauche aber die richtige Höhe. Und warum habt ihr jetzt ein anderes Braun? Oder ist das jetzt nur. Kommt das jetzt nur dadurch, dass ich das hier unten drunter markiert habe und das nicht? Ich hoffe. So, dann kann nämlich das hier hin. Warte mal, wo will man dann hier rüber gehen? Ja, dann kann man da den Durchgang ruhig lassen. X, bitte einmal drehen. Lassen wir das so klein? Oder verlängern wir das doch noch? Wir könnten da natürlich auch nochmal. Nur so machen. Fragt mich nicht, was das hier wird. Ich weiß es selber noch nicht. Ja, ne? Ist da Bescheid. Wenn wir das Ganze jetzt auch nochmal bepflanzen, ähnlich wie hier, dann sollte das doch eigentlich ganz gut aussehen. Ich würde Laternen bei die würde ich dann vielleicht tatsächlich hier an die Ecke machen und hier für den Fußweg noch was anderes nehmen. Dann dürft ihr mal weg. Dann gehen wir hier wieder rein. Machen das Ganze für hier einmal. Zack. Und. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, dann könnten wir. Was nehmen wir denn als kleine Fußweglampen für hier? Ich glaube nämlich nicht, dass das lichttechnisch ausreicht. Wieso habe ich eigentlich hier wieder die Zeit begrenzt? Nee, das reicht hier lichttechnisch zu Fuß auf keinen Fall. Guck mal, wir haben es auch gerade an sich dunkel.
Wir können natürlich die mal wieder nehmen. Aber eigentlich hätte ich gern was, was so ein bisschen über den Weg ragt. Was nur die theoretisch macht. Du anders. Ich jetzt. Hallo? Du bist eine lange Stange. Okay, nee. Nope. Nope, nope, nope. Die passt halt optisch hier nicht hin, ne? Das ist halt das Problem, genauso wenig wie du. Das sind halt so Straßenlaternen, aber. Ja, also so richtig schöne für Fußgänger sehe ich jetzt hier nicht zwischen. Dann würde ich doch da mit hingehen, dass wir sagen, wir nehmen die und drehen die halt zum Weg hin. Ups, das war viel zu weit. Ja, oder? Dann machen wir das Ganze so. Dann finde ich das hier aber an sich von den Laternen her zu eng. Beziehungsweise auch von der Positionierung her. Wie sieht's aus, wenn wir dich einfach drehen, dass du halt dann nur auf die Straße leuchtest? Ja, und dann vielleicht noch eine. Toll, jetzt ist natürlich wieder hell. Hier noch hin. Okay, das könnte man machen. Jetzt bin ich dafür, bevor wir da die Bepflanzung machen, zu gucken, wie wir hier andocken für den Zebrastreifen. Du musst ja definitiv so sein, aber dann können wir hier ein bisschen ausrichten. Guck mal, wir können ja recht nah dran kommen. Aber so ist, glaube ich, schon ganz gut. Und dann, ja, genau. Hier der Zebrastreifen hinkäme. Wie sieht denn so ein Zebrastreifen aus? Eigentlich einfach nur Streifen, ne? B-b-b-b-b-b-b-b. Kunstform, bitte. Du bist zu lang. Du wärst perfekt. So, nee, ich brauch dich trotzdem noch. So. Ah, ist immer noch nicht perfekt ausgerichtet. Gerichtet, tetetz. So. Runter mit dir. Wenn Zebrastreifen streifen, die sind doch eigentlich dicker, ne? Warum ist das so schief? Also, wir nehmen erstens. Ja. Brauchen wir dickere Streifen. Warte, dann nehmen wir die. Die sind aber zu dick, ne? Die wären gut von der Dicke. Da müssen wir nur echt einige dann halt nehmen. Und warum ist Winkel wieder nicht an? Auch Spiel. So. Sind das Zebrastreifendicken? Eigentlich schon, ne?
Würde ich mal sagen. So, was haben wir? Haben wir das grau genommen? Ich weiß es nicht. So. So, wir setzen ruhig den ersten Streifen hier an. Warum auch nicht, ne? Lüp. 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 Und Lüp. Jetzt können wir die nämlich wunderbar zusammenfügen. Ja, ich sehe schon, wie toll ich wieder gerade gearbeitet habe. Ach, komm schon, Spiel. So ein Ticken. So. Ja, das funktioniert doch wunderbar. Brauchen wir nur noch Zebrastreifenschilder? Ja, wie mache ich das denn? Wird ja lustig. Okay, ich würde, glaube ich, gerne Ganze ein bisschen weiter rüberschieben. Da können ja doch ruhig so ein bisschen die Lücken sein. Aber so. Erkennt man das? Na, klar, oder? Zebrastreifen. Wunderbar. Ihr müsstet auch einmal wandern. Ihr macht da nämlich jetzt keinen Sinn mehr. Beziehungsweise. Ohne Momento. Kann hier die Stange weg. Das Ganze kann ja an dem im Laternenfasten hängen. Fasten. Posten. Doch auch oft so, ne? Dass die dann an die Laternen gehauen werden. Wenn es da schon eine Stange gibt, warum dann extra noch eine Stange hinstellen? So. Aber hier, Schabba, da darfst du nicht reinfahren. Und dann brauchen wir von dieser Seite jetzt Zebrastreifenschilder. Ich guck mal, ob ich da passende finde im Workshop. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob und wie wir das hinbekommen, die selber zu machen. Aber das finde ich schon ganz gut. Und wir müssen hier noch fertig bepflanzen. Guck mal, das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ich würde hier auf jeden Fall jetzt nochmal die Zypresse einbauen. Jetzt bin ich so abgelenkt worden von dem Zebrastreifen, den ich unbedingt machen wollte. Dass ich das ganz vergessen habe, hier weiter zu bepflanzen. Schlimm. Eine Zypresse. Flump. Und hier eine Zypresse. Flump. Perfekt. Und dann machen wir jetzt nochmal das ganze Blümchengedöns und dann haben wir das nämlich auch fertig. Oh, hier würde ich aber gerne das grün Gestrüpp wieder machen. Genauso wie an dieser Pflanze. Schön, die jetzt kommen, die Blumen. Blumen. Runter, hoch, links, rechts, geradeaus. Hallo. Oh, komm, passt so. Zack. Da sind wir ja schon durch. Machen wir dich noch.
Doch, das finde ich viel besser, dass das jetzt so ein bisschen mehr eingerahmt ist, der Parkplatz. Kommt man hier halt so rum. Dann ist hier so, Achtung, Fußgänger. Dann geht es hier weiter rum. Dann haben wir hier halt den Spaß mit, ne? Dann brauchen wir jetzt den Pfeil. Guck mal, dann ist das nämlich auch alles bisschen definierter. Wobei, da müssen wir dich nochmal modifizieren. Denn die Spitze hier vorne muss dann ja gerade werden. Ah, Winkel an, bitte. Oh. Und. Wunderbar. Den Pfeil einmal kopieren, bitte. Oben sind wir mitgeflogen. Und dann darfst du hier einmal bei. Ich glaube, den würde ich doch noch mal anders machen. Also ich würde ihn hier positionieren. Oder hier. Warte, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Den hier dann schon zu haben. Oder lenkt der zu sehr ab? Von dem Zebrastreifen dann. Der andere kommt dann natürlich auf jeden Fall weg. Aber dass man halt so weiß, ey, da vorne darfst du nur so. Ich glaube, der. Nee. Macht hier mehr Sinn. Ich hatte halt vor, hier halt so eine Stopplinie zu machen. So von wegen, ne? Erst gucken, ob von da einer kommt. Nichts vor links mäßig halt. Die können wir ja hier trotzdem hinmachen. Müssen wir, glaube ich, den Pfeil doch noch etwas mehr modifizieren. Das sieht ein bisschen weird aus, was ich hier mache. Ja, genau so macht man Pfeile. Nicht. Ich würde den aber gerne ein bisschen kürzen. Hier so angucke. So. Okay, naja. Komisch aus. Sieht sie komisch aus. Und dich brauchen wir dann, glaube ich, da nicht mehr. Du kannst mal weg. Hier gibt es ja dann nur den einen Weg. Hier auch. Du müsstest neu positioniert werden. Okay, das ist hier schon sehr eng. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal hier dran basteln. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen, ziehen wir das hier einmal gerade runter. Als Stoppkante. Das ist dann besser.
Der Rest kann aber so bleiben. Wunderbar. Sehr schön. Es nimmt langsam hier vorne Form an. Wenn wir das Ganze dann hier auch nochmal integrieren, kann das echt gut werden. Hier können wir dann auch nochmal sowas machen. Oh doch, das wird schön. Das wird sehr schön hier. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!